Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Ich persönlich bin ja ein absoluter Fan von Italien und auch den Produkten aus Italien. Und zwar Pasta, Pizza, einem schönen Espresso, auch der Landschaft in Italien, auch die Lebensfreude in Italien, die Menschen in Italien. All das hat mich wirklich oder erfreut mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich dort bin. Allerdings mit italienischen Autos habe ich so ein bisschen meine Probleme gehabt. Die sind unzuverlässig, qualitativ schlecht, können eigentlich auch nicht wirklich was. Also von dem her, denke ich mal, ist es heute Zeit, um mit Vorurteilen aufzuräumen oder aber Vorurteile bestätigt zu bekommen. Und dafür habe ich heute mitgebracht den Fiat 500X Citycross. Und was der kann oder ob der tatsächlich es schafft, meine Vorurteile auszuräumen oder zu bestätigen, dabei seid ihr heute dabei und dabei wünsche ich viel Spaß. Da steht ja nun unser Fiat 500X Citycross und das Citycross Modell neben den anderen Ausstattungslinien Urban, Cross und jetzt ganz neu Sport zeichnet sich dadurch aus, dass wir hier so ein bisschen die Elemente des Urban mit dem des Cross verbinden. Das heißt, wir haben jetzt hier eine titangraue Einfassung, da unten dann tatsächlich einen angedeuteten Unterfahrschutz. Ganz toll finde ich persönlich den Gesichtsausdruck, den der Fiat 500 immer so ein bisschen mit sich trägt. Hier so ein bisschen so leicht schläfrige Augen, so mit diesen neuen LED-Scheinwerfern. Das finde ich sehr, sehr schick und das hat auch was und das zeigt so ein bisschen diesen Charakter, den Fiat immer wieder wunderbar herausarbeitet aus diesem ja doch relativ alten Modell. Den Fiat 500X gibt es bereits seit 2014 am Markt. Den normalen Fiat 500 gibt es seit 2007 auf dem Markt. Ende 2018 erhielt der Fiat 500X dann die Modellpflege, die jetzt hier auch so vor uns steht. Wir haben ihn hier in Urban Grün lackiert, was eine sehr, sehr schöne Farbe ist. Ich finde, dieses Grün passt sehr, sehr gut zu dem gesamten Fahrzeug. Auch mit diesen schwarzen, schwarz-silbernen 17 Zoll Leichtmetallrädern, die wir hier drauf haben, finde ich, das passt unheimlich gut. Auch die Sonnenschutzverglasung hier hinten macht einen schönen Eindruck. 4,27 Meter ist unser Citycross hier übrigens tatsächlich lang. Mit 2,02 Meter Breite, da steht er schon sehr, sehr stämmig auf der Straße. Und 1,60 Meter hoch ist er auch ganz ordentlich von seinen Abmessungen. Natürlich gehört er hier in das Kleinwagen-SUV-Segment, wo sich zum Beispiel eben ein Seat Arona tummelt oder aber ein VW T-Cross oder eben ähnliche Fahrzeuge. Dennoch muss man aber sagen, er ist hier sozusagen der Senior in dieser Klasse. Wenn wir uns von hinten anschauen, da fällt uns natürlich auch auf, dass diese Fiat 500 Leuchten hier wieder aufgegriffen sind mit dem Element in der Mitte, mit dieser Plastikkappe, die seit dem Facelift bei allen Fiat 500 Modellen vorhanden ist. Sehr schön finde ich auch wieder diese sehr kleine Liebe zum Detail, dass man überall diese 500er Schriftzüge findet. Die werden wir noch öfter sehen. 400-500X haben wir hier auf der Griffleiste vom Kofferraumdeckel. Dann haben wir wieder für das Citycross-Modell hier Titangrau eingefasst. Diese Spange und den angedeuteten Unterfahrschutz ist natürlich nur Kunststoff, kein Alu. Was aber jetzt hinter der Kofferraumklappe steckt, das schauen wir uns jetzt an. Der Kofferraum des Fiat 500X fasst im Standardvolumen 350 Liter. Wenn wir den doppelten Ladeboden komplett herausnehmen, dann haben wir die 350 Liter. Ansonsten reduziert sich das Ganze hier auf rund 250 Liter, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Die Angabe habe ich aktuell leider nicht. Maximal, wenn wir die im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbare Rücksitzbank umlegen, entstehen bis zu 1000 Liter genau Stauraumvolumen von den Innenabmessungen. Wir haben 96 cm Laderaumbreite maximal und eine Laderaumtiefe von 73 cm im Standardbereich. Und wenn wir die Rücklehnen umlegen und bis zum Vordersitzlehne, können wir maximal 166 cm lange Gegenstände einladen.
Die Laderaumhöhe komplett bis zur Dachkante sind vom Laderaumboden maximal 85 cm. Für Isofix besteht an den äußeren Punkten ein Top-Tieter, den wir dann anhaken können. Kleiderhaken oder ähnliches gibt es hier im Laderaum nicht. Den Einstieg in den Fond erleichtert uns tatsächlich die sehr hoch montierte Rückbank hier. Machen wir mal zu. Und hier hinten sitzt es sich doch sehr angenehm für meine Größe von 1,78. Wer natürlich über 1,90 groß ist, der sollte tatsächlich einmal dem Video vom Herrn Bernd Konrad folgen. Ich verlinke das mal oben. Der hat denselben Wagen getestet, ist auch ein bisschen größer als meine Wenigkeit. Aber kommen wir wieder hier zurück. 1,78, der Vordersitz ist auf meine Größe eingestellt. Meine Knie passen genau hinter den Sitz. Ich komme auch mit der Kopffreiheit zurecht. Ich habe noch eine Faustbreit nach oben Platz. Die Kopfstützen gehen ausreichend weit nach hinten, nach oben raus. Wenn ich aber den Kopf nach ganz hinten lehne, dann stoße ich hier auch fast ans Dach. Also im normalen Sitzbetrieb ist das alles schön und gut. Wenn ich aber natürlich noch weiter nach hinten gehe, dann wird das schon ein bisschen enger. Dennoch, Kindersitze können hier installiert werden. Wir haben Isofix an den Außenpositionen. Die Isofix-Haken sind frei zugänglich. Da gibt es keine Kappe oder ähnliches. Das ist okay. Wir haben lediglich nur einen USB-Anschluss hier in der Mittelkonsole. Da würde ich sagen, müsste man in heutigen Fahrzeugen eigentlich zwei an der Zahl haben. Aber gut, das Auto hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Sehr schön finde ich auch diese Elemente wie hier die Türgriffe. Die sind sehr, sehr schön gemacht, fühlen sich auch wertig an. Natürlich sind es hier eher robustere Kunststoffe, auch wenn wir jetzt hier eine schöne Lederausstattung in dem Wagen haben. Und dennoch, das ist das Schöne, sie sind tatsächlich hier zu öffnen, die Bezüge. Man kann die anscheinend auch abziehen. Man kann sie auch sehr, sehr schön abwaschen. Der helle Innenraum, hier Dachhimmel, das ist jetzt nicht so meins. Da wäre ich eher dafür, dass man da einen dunklen hat. Aber wie gesagt, die Materialien stimmen. Und wir können auch hier in den Sitztaschen noch ordentlich eine Getränkeflasche unterbringen. Oder aber Krimskrams. Wir haben noch hier diese Ablagenetze. Und ansonsten würde ich sagen, gar nicht mal so übel. Schwingen wir uns einmal hinter das Lenkrad hier im Fiat 500X. Platz nehmen tun wir hier auf durchaus bequemen Sitzen, die allerdings gar keinen Seitenhalt bieten. Naja, ob sie es müssen, werden wir nachher noch sehen. Dennoch, man sitzt sonst sehr, sehr kommod. Das passt eigentlich ganz gut, auch mit meiner Größe. Wie gesagt, die Lenkradverstellung, das ist wirklich schön. Da haben wir ausreichend Spielraum in Länge und Tiefe, in Höhe und Tiefe. Und ansonsten passt es hier auch. Also ich sitze ganz angenehm. Wir haben hier eine Mittelarmlehne. Da sitzt sich's ordentlich. Die Kopfstützen sind allerdings sehr, sehr hart gepolstert. Gut, ist ja auch nicht zum Schlafen gedacht. Das soll man auch nicht vergessen. Und so sitzt sich's etwas erhöht. Das ist auch sehr, sehr gut. Gerade so für ältere Herrschaften oder aber für Frauen, die das so mögen. Oder wenn man ein bisschen Rückenprobleme hat, ist das gar nicht so verkehrt. Für Rückenprobleme gibt es auch eine Lordosenstütze, die hier verbaut ist. Ansonsten sind die Sitze auch beheizbar in zwei Stufen. Ja, jetzt nehme ich euch tatsächlich hier mal mit in den Innenraum vom Fiat 500X. Und dazu seht ihr mich jetzt wieder nicht, aber dafür etwas von dem Auto. So, also das ist jetzt unsere Lenkradposition, so wie es der Fahrer tatsächlich dann auch sieht. Wir haben ein schönes Dreispeichen-Lenkrad. Wir haben hier links die Bedienung übrigens für den Bordcomputer und das Telefon. Auf der anderen Seite dann die kompletten Tempomat-Funktionen. Und das ist sehr, sehr schön und toll gelöst für mich, denn wir haben hier einmal die Abstandsregel-Tempomat, wir haben einen Limiter, den wir hier setzen können, und wir haben hier den normalen Tempomaten. Das heißt also, wir können entweder sagen, wir gehen auf einen normalen Tempomat oder wir gehen tatsächlich auf den Adaptiv-Tempomat mit Abstandsregelung oder wir sagen, nee, ich brauche eigentlich nur einen Speed-Limiter. Sehr, sehr coole Geschichte, wie ich finde, muss man sagen. Dann haben wir jetzt hier die Instrumente von dem Fahrzeug.
Schauen wir einmal so ein bisschen rein in das Ganze. Da können wir dann tatsächlich auch blättern. Wir haben hier mehrere Untermenüs, insgesamt 9 Stück an der Zahl, die wir so durchblättern können, entweder nach oben und nach unten. Oder aber, wenn wir dann tatsächlich hier sind, können wir dann auch die Bordcomputerfunktionen so seitlich durchseppen. Wie ihr seht, bei mir liegt der Verbrauch so zwischen um die 7,5 Liter insgesamt. Das ist ein ordentlicher Wert, würde ich sagen. Die Armaturen sind insgesamt sehr, sehr übersichtlich gestaltet. Wenn wir jetzt weiter rüber gehen, dann sehen wir jetzt hier auch das U-Connect-System, was Fiat hier anbietet. Das Ganze ist serienmäßig mit einem 7-Zoll-Bildschirm ausgerüstet. Wer das U-Connect HD Live nimmt, das ist dann inklusive Navigation, so wie wir das jetzt hier sehen, der bekommt dann eben diesen schönen Bildschirm. Dann schauen wir noch mal einmal genauer rüber hier so ein bisschen. Das ist tatsächlich der komplette Armaturenträger. Sehr schön für meine Begriffe, wirklich toll aufgebaut. Das hat schon was. Und wenn wir jetzt mal genauer hinschauen, dann sehen wir erst einmal, was mir wieder auffällt hier. Ganz toll, dieses 500er Badge. Übrigens, hier hinter verbirgt sich dann tatsächlich ein kleines Handschuhfach. Das große Handschuhfach ist dann hier unten. Da passt auch alles Mögliche rein. Dann haben wir hier die Seitentasche der Türe. Da passt dann eine 1,5 Liter PET-Flasche rein. Und das Beats-Audiosystem haben wir hier auch verbaut. Dann sehen wir hier nochmal die Sitze. Auch mit 500er Logo und immer mit runden Kopfstützen. Sehr, sehr schön. Und dann gehen wir mal hier weiter. Gehen wir in die Mittelkonsole. Da haben wir das U-Connect genannte Mediasystem. Der Bildschirm fasst leider nur 7 Zoll Größe, ist aber gut aufgelöst, das muss man sagen. Die Tasten hier finde ich sehr, sehr schön, vor allem die Mute-Taste, die wir hier haben. Dann haben wir hier den Volume-Regler und ansonsten können wir hiermit noch ein bisschen blättern oder Kontrast ändern. Das hier ist übrigens die Navigationsauflösung. Wir verwenden hier TomTom-Systeme, können dann auch hier tatsächlich die Menüs ganz einfach wechseln. Wir können uns diese Kacheln auch tatsächlich hier hineinziehen, wie wir das benötigen. Das sind dann tatsächlich, Entschuldigung, hier sind die ganzen Kacheln untergebracht. Die können wir dann individuell hier unten hineinziehen. Das ist sehr, sehr schön gelöst, finde ich. Dennoch insgesamt, vor allem wenn man so ein bisschen die Radioansicht anschaut, ist das natürlich etwas unübersichtlich gestaltet. Aber gut, da findet man sich mit der Zeit rein. Was etwas schade ist, dass tatsächlich das Display etwas spiegelt, vor allem weil es so nach hinten ein bisschen geneigt ist. Wenn wir dann jetzt nach unten gehen, dann haben wir hier noch 3 Tasten oder 2 besser gesagt. Wir haben einmal die Start-Stopp-Automatik, die wir deaktivieren können. Wir haben hier tatsächlich dann die Warnblinkanlage und hier die Information für den Beifahrer-Airbag. Dann hier unten haben wir ein schönes Klimabedienteil, gefällt mir unheimlich gut. Wir haben sehr große Regler, es ist sehr, sehr übersichtlich. Wir können hier haben wir auch eine Ausschalttaste, was ich auch sehr, sehr schätze. Gibt es auch nicht immer überall. Die Klimaautomatik hat 2 Zonen, die wir hier einstellen können. Wir können das Ganze auch synchronisieren. Darunter befindet sich dann hier die Sitzheizung. Dann haben wir die USB-Anschlüsse. Und wie wir jetzt sehen, sind die USB-Anschlüsse tatsächlich so aufgebaut, dass wir hier Apple CarPlay haben und hier lediglich zum Laden des Smartphones. Hier können wir dann die Parkkontrolle deaktivieren oder eben die nächste Sitzheizung. Darunter haben wir dann nochmal ein größeres Ablagefach, da passt der Schlüssel ganz gut hin oder ein Smartphone, passt alles wunderbar. Dann haben wir hier den Automatikwählhebel, dahinter eine Kappe für X, denn es gibt mit dem 2 Liter Multijet Motor mit 150 PS eine Allradoption, die allerdings ansonsten für keinen anderen Motor angeboten wird. Dann haben wir noch die elektrische Handbremse und 2 Cupholder sowie unsere Mittelarmlehne, die sich allerdings nur in der Länge verschieben lässt, nicht in der Höhe verstellen lässt. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, haben wir jetzt hier den Innenraum schön gesehen. Jetzt geht's ans Fahren. Dass italienische Autos eigentlich irgendwie immer ausgelutscht wirken und hier umeinander wanken, kein tolles Feedback bieten oder irgendwie einfach sich nicht schön fahren, das sind ja
die Vorurteile, die bei vielen von euch da draußen auch noch im Kopf sind und bei mir sicherlich auch noch irgendwo hinten im Hinterkopf hängt. Aber wir sollen ja immer neutral an so eine Sache rangehen. Also haben wir den Fiat 500X jetzt hier, 1,3 Liter Firefly genannter Motor unter der Haube. 150 PS leistet der und 270 Newtonmeter Drehmoment, also das ist schon ordentlich. Gekoppelt ist er zwangsweise an ein 6-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Das Fahrwerk ist in zwei Gründen etwas komisch. Denn Punkt 1, es ist sehr straff abgestimmt, wirklich sehr straff. Also wir haben immer so ein Hoppeln drinnen, Schläge werden auch immer wieder mitgeteilt. Also persönlich für so ein SUV erstaunlich straff gefedert. Dadurch geht er auch wirklich richtig, richtig gut ums Eck, hat auch dank dieser breiten 17 Zoll Räder hier einen ordentlichen Grip in der Kurve. Der Grenzbereich liegt extrem hoch, also man muss ihn schon wirklich brutal provozieren mit Lastwechseln in einer extrem zu schnell gefahrenen Kurve. Dann kommt tatsächlich so ein bisschen das Heck rum. Ansonsten ist es ein lampfrommes Auto. Ja, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Die Bremse packt gut zu. Der Druckpunkt ist eher ein bisschen weich. Das dann schon wieder eher wieder so ein bisschen diesen Komfortcharakter eigentlich schon wieder eher hervorhebt. Die Lenkung, die wir hier haben, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Denn insgesamt spricht sie eigentlich erstaunlich direkt an, bietet aber gar kein Feedback von der Straße. Dadurch passiert, wenn man den Wagen dynamischer bewegt, dass man immer so ein bisschen eckig eigentlich die Kurve fährt. Also so wirklich anpeilen, einmal einsetzen und richtig durchfahren ist selten der Fall. Gefühlt, als ob sich die Lenkübersetzung immer so ein bisschen variiert, je nach Geschwindigkeit. Und das passt einfach dann auch nicht so wirklich zu dem Gesamtcharakter. Das merkt man aber auch wirklich nur, wenn man den Wagen sehr sportlich bewegt. Im Alltag ist die Lenkung einwandfrei, schön leichtgängig und passt sich da auch perfekt an. Da kann man gar nicht meckern und da ist sie auch von der Rückmeldung ausreichend. Viele von euch da draußen brauchen gar keine sportliche Lenkung, die hier die Straße perfekt an dich zurückmelden. Da bin ich dann halt eher jemand, der so ein bisschen da doch etwas Feinschliff gerne hätte, den Fiat hier einfach nicht getätigt hat. Ein bisschen Feinschliff fehlt vor allem im Doppelkupplungsgetriebe. Da muss man tatsächlich Fiat doch ein bisschen nochmal darum bitten, hier Hand anzulegen, denn das Doppelkupplungsgetriebe arbeitet sehr, sehr träge. Gerade die Schaltwechsel von R auf D oder umgekehrt, da braucht es dann durchaus mal so 2-3 Sekündchen, Gedenksekunden, bis dann das Getriebe weiß, ah, okay, jetzt ist die Stufe eingelegt, ah, jetzt können wir den Kraftschluss herstellen. Ja, das ist immer so ein bisschen nervig mit der Zeit. Genauso auch so ein bisschen immer, sie arbeitet so gefühlt, als ob eine Kupplung mal schließt, die andere schnallt dann irgendwann zurück. Das heißt, immer so ein bisschen ruckelig ist das Ganze. Wirkt einfach in sich nicht so stimmig. Das merkt man aber dann auch eher wirklich gerade in der Warmlaufphase. Da ist der Motor dann auch noch ein bisschen müde, merkt man einfach. Und da das müde Zusammenspiel dann von dem etwas unausgeschlafenen Motor und dann dem eher unsportlichen Doppelkupplungsgetriebe, das passt dann erst einmal die ersten Kilometer einfach nicht so schön zusammen. Der Motor an sich gefällt mir richtig, richtig gut. Also das hätte ich nie gedacht. Der hat richtig Kraft. Vor allem die 270 Newtonmeter ziehen den echt richtig schön voran. Allerdings gibt es ein Turboloch. Unterhalb von 2000 Umdrehungen passiert nicht allzu viel. Und genau deshalb hätte ich ganz gerne ein Handschaltgetriebe. Denn dann kann ich mir das Ganze schon perfekt anpassen für die Überholmanöver auf der Landstraße. Und so ist es immer so mit dem Auto, mit dem Doppelkupplungsgetriebe, ja, manuell runter, zwei Gänge, warten, runter, ah ja, okay, jetzt haben wir es und dann umsetzen. Da würde ich einfach sagen, wenn es den mit 6-Gang Handschalt geben würde, bellissimo. Verbrauchstechnisch brauchen wir auch gar nicht reden. Einwandfrei, trotz dieses Doppelkupplungsdilemmas liegen wir hier bei rund 7 bis 8 Liter, je nachdem wie wir ihn fahren. Auf der Autobahn können wir ihn dann mit Tacho 210 auch über die Autobahn prügeln, wenn es uns denn Spaß macht. Der Motor wird etwas laut im oberen Drehzahlbereich, so ab 4000, da knurrt er dann ganz schön, ist schön präsent. Stört aber auch nicht, weil man im normalen Fahrbetrieb eigentlich selten über diese Marke von 4000 Umdrehungen den Motor drehen muss. Die Assistenzsysteme, die Fiat hier verbaut hat, wir haben einen adaptiven Abstandshaltesystem, wir haben einen aktiven Spurhalteassistenten. Der Abstandsregeltempomat arbeitet leider nur im Geschwindigkeitsbereich
ab 30 Stundenkilometer bis 160. 160 reicht für mich, aber untenrum Stop and Go wäre halt praktisch, wenn man schon sowas hat, vor allem mit einem Automatikgetriebe, dass man das auch anbietet. Der Fiat nervt ansonsten mit seinen akustischen Signalen, das muss man leider sagen. Gerade so dieses Gepiepse von der Einparkhilfe, die dann immer wieder aktiv wird im langsamen Geschwindigkeitsbereich, hier piepen, da piepen, das kann durchaus mal nerven. Deswegen hat zum Beispiel der Überführungsfahrer bei mir schon gleich das Ding stillgelegt. Auch der tote Winkelassistent-Warner ist auch sehr nervig und sehr laut vom Piepsgeräusch, wenn wir dann an einem LKW zum Beispiel vorbeifahren und frühzeitig wieder einscheren wollen, weil wir das schon sehen, dass es geht, dann piepst da auch nochmal ganz laut. Ja, das ist einfach dieses Gepiepse von dem Auto, das kann einen durchaus mal so ein bisschen in den Wahnsinn treiben. Da bin ich aber auch der Meinung, ich würde den Wagen einfach schlicht und ergreifend ohne dieses gesamte Assistenzpaket nehmen. Dann ist der Wagen einfach nochmal zwar schlichter und nicht so modern, vielleicht für viele, aber in meinen Augen braucht es das auch nicht. Vor allem nicht in dem Stand, wo wir noch so weit noch von den wirklich aktuellen Systemen entfernt sind, wie jetzt hier im Fiat. Ende der Dienstfahrt mit dem Fiat 500X Citycross 1,3 GSE DCT. Er konnte tatsächlich hier mit einigen Vorurteilen von italienischen Fahrzeugen für mich aufräumen. Wir haben eine ordentliche Verarbeitung, der Wagen fährt sehr gut, der Motor ist durchzugsstark, okay, das Doppelkupplungsgetriebe ist sehr, sehr träge und passt nicht so hundertprozentig zu dem sportlicheren Charakter. Ebenso, die Federung ist mir ein Tick zu hart für so ein Fahrzeug, aber er geht sehr toll ums Eck, macht dadurch auch echt Laune. Die Platzverhältnisse sind gut, sind eher Durchschnitt, sind eher vielleicht ein bisschen schmaler als manch andere modernere Fahrzeuge in der Klasse. 23.690 Euro kostet der Fiat 500X mit dem 1,3 Liter Firefly Motor. Man muss aber ganz klar sagen, das ist schon im Mitwerberbefeld ganz gut eingeordnet, eher im unteren Drittel. Für den Testwagen werden 31.670 Euro aufgerufen. Es ist natürlich dann erst einmal echt verdammt viel. Da muss man aber sagen, wir haben hier natürlich einen voll ausgestatteten Testwagen, der hier auch viele Spielereien mitbringt. 17 Zoll Leichtmeterräder, abgedunkelte Scheiben, wir haben das volle Assistenzpaket, wir haben Lederausstattung und so weiter und so fort. Ob man das alles braucht, müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden. Könnt dann den Wagen auch dementsprechend anpassen. Und ich glaube, ein paar Prozente gibt es sicherlich auch beim örtlichen Fiat-Händler noch. Jetzt ist die große Frage, gebt ihr mir ein paar nette Prozente nach oben, das heißt in Form eurer Daumen. Ich freue mich natürlich auch über jedes Abo. Wenn das Ganze euch nicht gefällt, geht der Daumen natürlich nach unten, das ist ganz klar. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir jetzt ein bisschen über den Fiat 500X unten in der Kommentarbox diskutieren. Ich würde mich freuen. Ich antworte natürlich auch regelmäßig auf eure Kommentare. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer ciao.